Liebe Instagram-Community, ich hoffe, es sind vielleicht schon ein paar Leute da und kommen dazu. Ich schaue mal. Ja, da sind ein paar Leute. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ein paar Zuschauende da sind. Wir haben heute einen ganz besonders spannenden Talk-Gast, sag ich mal. Und würde ich jetzt auch gleich versuchen hinzuzuholen. Das ist nämlich die liebe Sarah Heiligtag vom Hof Nah. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hallo! Hallo! Da bist du schon. Ja. Sehr gut. Wie schön. Es sind auch schon ein paar Leute da und wir sind mega pünktlich. Ja, wir sind richtig schweizerisch unterwegs. Voll gut. Ich habe es versucht. Ja, super. Hi. Hi. Freut mich sehr. Wir haben uns ja auch live oder bis jetzt selber noch gar nicht getroffen. Genau. Ich verfolge eure Arbeit und auch deine Arbeit schon ein bisschen länger und darum freuen wir uns sehr, dass wir dich heute ja für ein Gespräch bekommen konnten und du Zeit hast heute. Ja, sehr gerne. Ein bisschen zu plaudern, genau. Also ich möchte auch nochmal alle begrüßen, die jetzt schon da sind. Es sind auch schon ein paar Leute da. Ich denke, im Laufe der Zeit kommen vielleicht auch nochmal ein paar Leute dazu oder gehen irgendwie auch zwischendurch wieder, hoffentlich nicht. Genau, und schauen wir mal. Ich hoffe, ihr macht es euch gemütlich und wenn ihr zwischendurch Fragen habt, könnt ihr einfach unten auch kommentieren und wir versuchen dann darauf einzugehen, so gut es irgendwie geht. Genau. Ja, wir wollen heute ein bisschen über deine Arbeit oder eure Arbeit sprechen, dem Lebenshof, aber auch dem Projekt Transformation, was ja auch dazugehört. Und genau, ich würde dir gerne die ersten Worte überlassen, wenn du möchtest, ein bisschen was über dich und das Projekt zu erzählen. Oh, ja, sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also ganz kurz gefasst sind wir zu dem Projekt gekommen, weil ich aus der Ethik kommend, aus dem Ethikunterricht kommend in die Tierethik hineingekommen bin und mich sehr angefangen habe einzusetzen für die Rechte der Tiere, allerdings in sehr theoretischer Form. Ich sagte damals, das ist wirklich was, was man den Menschen nur erzählen muss, weil es ja so logisch ist und auf der Hand liegt, dass das, was wir heute mit den Tieren machen, eigentlich nicht angeht. Und habe dann aber gemerkt, dass da wirklich nicht so viel passieren kann, weil es halt wie im Kopf verharren bleibt und das Herz, wie ich später so gemerkt habe, nicht mit in die Berücksichtigung kommt dieser ganzen Thematik. Also nicht bei allen Menschen, natürlich viele hören was Theoretisches oder lesen was und denken sofort um und ändern ihren ganzen Lebensstil, aber bei ganz vielen braucht es eigentlich noch so den Zugang zu sich selber, so zum Herz, zur Betroffenheit, dass es mit mir zu tun hat, was da draußen passiert und so weiter. Und mein Mann hatte so die gleiche Erfahrung im Bereich Umwelt-Naturwissenschaften, wo wir ja auch die große Krise haben mit dem Klima und so weiter. Und wir haben dann gesagt, hey, wir müssen eigentlich einen Ort schaffen, wo wir nicht nur drüber reden, sondern wo wir auch ausprobieren, wie es dann anders funktionieren könnte. Was ist denn zum Beispiel eine alternative Landwirtschaft zu der heutigen tierausbeuterischen Landwirtschaft und so weiter? Und wer sind diese Tiere, über die wir immer sprechen? Mhm. Also wenn ich darüber spreche, wie schlecht es den Schweinen geht in der heutigen Nutztierhaltung, dann ist das für viele, ja, klar, ist so, aber es berührt sie einfach doch zu wenig. Wenn du aber ein Schwein kennenlernst und wie cool das ist und wie sehr es deinem Hund ähnelt, dann kannst du dich nicht mehr dem entziehen und nicht mehr sagen, hey, eigentlich ist es okay, dass ich den Hund so lieb habe und der bei mir im Zimmer wohnt und ich den sogar ins Bett nehme und das Schwein habe ich dann am Ende des Tages auf dem Teller. Mhm. Und das war so der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen einen sogenannten Lebenshof gründen, wo man eben zusammenlebt, wo man das Leben ins Zentrum setzt, wo man darüber diskutiert, wie können wir auf diesem Planeten wirtschaften, dass es noch eine Zukunft gibt für alle Lebewesen und so weiter und so fort. Und das bezieht natürlich die Landwirtschaft mit ein. Weil was wir heute sprachen oder sprechen, war wirklich so dieses, wie die Landwirtschaft den Planeten zerstört, die Tiere kaputt macht, die Menschen zum Teil auch. Und wir aber darüber sprechen müssen, wie es anders geht. Und daraus entstand diese biovegane Landwirtschaft in unserem Lebenshof-Projekt. Und aus dem heraus, ganz unerwartet und ganz ungeplant, entstand dann später die Transformation.
weil nämlich Bauern und Bäuerinnen sich dafür interessiert haben, wie das dann funktionieren kann. Aha. Oh, genau, oder eben gesehen haben, hey, die machen wirklich Landwirtschaft und die schlachten aber gar nicht, oder die haben wirklich ein Einkommen aus der Landwirtschaft, ohne Tiere zu töten. Und dann kamen sie in Kontakt mit ihren eigenen Themen, sei es das Mitleid mit dem Tier, sei es die Probleme, die sie sonst in der Landwirtschaft haben, und dass sie eigentlich das gar nicht machen würden. Und ich denke, viele Aktivistinnen kennen den Spruch von Landwirtinnen, und die sagen, ich würde das nicht machen, wenn ich nicht müsste. Ja, Das ja. hört man immer wieder, ja, aber dann denke ich immer oder sage ich immer, ja, dann mach es nicht, weil du musst nicht. Keiner muss das mehr heute. Also wirklich kein einziger. Ja, Und ja. das habe ich natürlich dann auch ganz klar gesagt. Und so entstand die erste Transformationsgeschichte, die dann wiederum ganz viele mitbekommen haben. Und daraus entstand so ein bisschen eine Kettenreaktion, würde ich sagen. Ja, das ist sehr spannend. Also nur mal zusammengefasst, das heißt, ihr hattet quasi den Lebenshof, also für die Leute, die das jetzt vielleicht noch Ja. nicht kennen, ihr hattet den Lebenshof und da die LandwirtInnen sind quasi auf euch zugekommen zum Teil auch und haben sich dafür Ja. interessiert und danach gefragt auch. Genau, es ist zu 100% auf uns zugekommen. Also wir haben nie gesagt, wir gehen jetzt und sagen den Landwirten, was zu tun ist. Ich Interessant. sage mittlerweile Aktivistinnen oder auch sonstigen Menschen, die sich engagieren wollen, ihr könnt das gerne erzählen, aber ich gehe nicht hin und sage, mach mal anders. Wir sind dann da, wenn wirklich jemand sich dafür interessiert und Fragen hat und zuerst Ideen sammeln möchte, aber wir gehen nicht hausieren, wie ich gerne Ja, sage, weil spannend. das ist abschreckend, und das, also vielleicht funktioniert das zum Teil, ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht machen. Das ist sehr spannend, ja. Vielleicht, ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen, nur ich wollte kurz noch mal fragen, vielleicht kannst du diesen Begriff, also ich kenne das, ich kann damit was anfangen. Vielleicht könnte man das nochmal ein bisschen erklären. Also was Transformation, also das Farm steckt da ja auch schon drin, aber was das eigentlich genau bedeutet. Ja, also der Begriff ist ja ganz spontan entstanden, als ich mal einen Vortrag in Luxemburg gehalten habe, und ich habe auf meinen Folien immer wieder das Wort Transformation gesehen, und da habe ich gedacht, hey, ich halte den Ho Vortrag auf Englisch, eigentlich geht es um Farms, also komm, es ist ja eigentlich Transformation. Aber es geht eigentlich darum, dass man Höfe umstellt oder ich sage lieber noch weiterentwickelt aus der Nutztierhaltung heraus in eine weiterhin und vielleicht sogar viel besser funktionierende Landwirtschaft, die aber keinem Lebewesen bewusst schadet. Also es gibt keine Nutztiere mehr auf diesen Höfen, es wird kein Tier mehr ausgebeutet, aber es wird ganz klar Landwirtschaft betrieben. Es ist keine Transformation, wenn man jetzt sagt, man gibt den Hof auf und da entsteht ein Theater oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass man diese Produkte ersetzt oder was anderes an ihre Stelle stellt, dass weiterhin was hergestellt wird, damit auch wirklich wahrer Wandel passiert, damit man Ja. wirklich, genau. Ja, das ist total spannend, weil ich finde, Landwirtschaft ist im Kopf ganz oft mit diesen, das hast du ja auch schon gerade gesagt, ne, mit Tieren verknüpft automatisch. Also so eine klassische Landwirtschaft beinhaltet erstmal immer Tiere. Also die Frage ist ja, ob und wie die genutzt werden sozusagen. Ne? Das ist ja so der klassische Weg. Aber es ist ja genau das Spannende, einfach auch dann wahrscheinlich Wege aufzuzeigen, dass Landwirtschaft nicht per se was mit Tieren oder vor allem Tiernutzung oder auch Ausbeutung zu tun haben muss dann. Ne? Ja, ganz genau. Ja, ja, Genau. ja. Und also du hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt, wie eigentlich das zu diesem Projekt überhaupt zustande kam oder wie das begann. Kannst du was darüber sagen oder würdest du was darüber erzählen, wie eigentlich ein Betrieb dann tatsächlich zum Lebenshof wird? Oder wird es tatsächlich immer ein Lebenshof oder kann es auch eine andere, also du hast jetzt auch gesagt, vielleicht pflanzliche Lebensmittel oder sowas, sowas in diese Richtung sein? Kannst du vielleicht über diesen Prozess was erzählen? Und ja, das fände ich sehr spannend. Also es gibt jeder Hof ist individuell, das muss man sagen. Es gibt für mich so trotzdem so zwei Varianten. Die eine ist wirklich mit dem Lebenshofteil, wie wir es heute kennen, wo Tiere dabei sind, wo Tiere als Botschafterinnen auch eine Aufgabe haben, wo sie involviert werden und ihre Geschichten erzählen, warum sie eben aus der Milchnutzung zum Beispiel entlassen wurden und was daran so schlimm ist und so weiter und so fort, wo die eine ganz, ganz wichtige Aufgabe haben. Oder es gibt die Variante, wo man
die letzten Tiere vielleicht gerade zum Schlachter gefahren hat oder wo man einfach sagt, ich möchte die jetzt alle halt noch einmal abtransportieren lassen, was eher selten der Fall ist, aber es gibt die Variante. Und dann mache ich alles, was ich habe, besetze ich mit veganer Landwirtschaft. Aber auch in der ersten Variante ist ganz klar, ist einfach ein Teil mit den Tieren und der andere Teil, also gerade in der Schweiz ist es so, die Äcker, die wir heute haben, werden zu 60% mit Mastfutter oder mit Tierfutter besetzt. Diese Äcker werden befreit davon und werden neu für die menschliche Nahrung verwendet. Und da kann man parallel dazu natürlich trotzdem den Umständen, den geografischen Umständen entsprechend Tiere dabei haben in einem ökologischen Gleichgewicht, die da eben diese für mich sehr wichtige Botschafterinnenfunktion haben, damit die Menschen überhaupt verstehen können, von wem sprechen wir, wenn wir sagen, wir befreien die Tiere oder wir hören jetzt auf, die Tiere auszubeuten. Ich denke, in dieser Übergangsphase, wie ich sie gerne nenne, von der heutigen Situation zur komplett veganen Landwirtschaft der Zukunft, ist es mega wichtig, dass wir die Tiere teilhaben lassen an diesem Weg und die Menschen inspirieren lassen. Ja, das ist ja auch oft so ein Argument, zumindest was wir oft hören. Was ist denn, wenn alle Leute vegan wären? Was passiert denn dann mit den ganzen Tieren? Und das ist ja auch ein Vorschlag. Also wir sprechen ja jetzt in eurem Fall nicht von klassischer Massentierhaltung, also von sehr großen Schweinemastbetrieben beispielsweise, oder? Ja, Ja. ich habe gerade zwei sehr große Schweinemastbetriebe auch in der Beratung. Ah, Die wow. werden natürlich nicht alle Tiere hinüber retten können. Einerseits, weil die zum Teil auch so kaputt sind, dass sie gar nicht mehr lebensfähig sind. Also die Muttersauen zum Beispiel von dem einen Betrieb. Und weil natürlich, das kann man sich denken, der Platz einfach zu beschränkt ist auf so einen Betrieb, dass man, oder, und weil die in so Verträgen drin sind, wo einfach in 2 Wochen der nächste Schlachttransport kommt und da rauszugehen, das kann der finanzielle Ruin sein und so weiter und so fort. Da sind so viele Sachen zu berücksichtigen, die man halt noch wie einmal in sauren Apfel beißen muss. Oder es ist ganz schrecklich natürlich, es ist auch super schwierig, da mit dabei zu sein und so. Aber es ist möglich, aus diesen sehr großen Betrieben auch ein veganes oder ein Lebenshofprojekt zu machen. Aber jedes Tier wirst du in dem Moment nicht mit rübernehmen können. Aber du, das ist mir wichtig, immer wieder auch zu sagen, du stellst sofort die Zucht ein, ja? Du hast einfach Tausende von Schweinen schon gar nicht erst in dieses schreckliche Leben reingeworfen. Also wenn du heute sagst, ich höre jetzt damit auf, wird nicht mehr besamt, wird nichts mehr gemacht und das ändert direkt schon was. Ja, das Genau. stimmt, das denke ich auch. Also, weil das ist ja auch eben nicht so, dass man, wenn man einfach nicht weiter quasi in den Worten der Tierindustrie quasi weiter produziert oder eben ne, liebe Tiere weiter züchtet, dass man quasi nichts nachkommt, ist ja schon einmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wenn man überlegt, wie viele Tiere täglich quasi alleine geboren werden in diesen Ja. ganzen Anlagen. Ne? Ja, wenn man heute aufhören würde, in diese Besamung zu machen, dann hätte man ja schon nächstes Jahr überhaupt nicht mehr die Frage zu stellen, wohin sollen wir mit all diesen Tieren? Genau. Das Dass das ist. natürlich nicht heute von heute auf morgen geschieht, ist natürlich auch klar. Deswegen finde ich auch spannend, wenn du sagst, ne, das ist natürlich ein Prozess und es passiert nicht von heute auf morgen. Nee, es wäre möglich von heute auf morgen oder ich würde sagen von diesem Jahr auf nächstes Jahr. Wir könnten innerhalb von relativ kurzer Zeit einen echt drastischen Wandel vollziehen, wenn natürlich nicht die Politik und die ganzen Sachen so träge wären, die das auch die ganzen Rahmenbedingungen schaffen und das alles einfach noch erschweren. Also in der Schweiz ist es schon so, dass man zwar sehr fortschrittlich daherkommt, aber auch sehr konservativ ist in vielen Bereichen und daher auch viele Hürden zu begehen hat. So. Glaubst du denn, dass das auch ein bisschen der Grund ist, warum viele ja, Betriebe nicht umstellen, auch wenn sie das wollen, also dass diese Hürden eben so groß zu sein scheinen? Also ich denke, es gibt verschiedene Art von Hürden, und zwar reale Hürden und solche, die eigentlich gar nicht existieren. Ganz klar ist die politische, also die Subventionssituation ist eine Hürde, die aber auch umgangen werden kann, je nachdem, was man sich für ein System aufbaut. Was die größte Hürde ist ganz klar die soziale, wo man im Dorf, wo man Angst hat oder innerhalb von der Familie solche Konflikte auslöst mit dieser Idee, dass man da wirklich eine reale Hürde hat, die sogar lebensbedrohlich sein kann, je nachdem, oder auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und dann gibt es diese Hürde, die ich immer so faszinierend finde, also auch von der Seite der aktivistischen Menschen,
dass man sagt, ja, man kann davon ja nicht leben oder man muss ja von was leben. Und so dieser Mythos, dass man mit der anderen Variante kein Geld verdienen kann und dass es halt deswegen sein muss, dass man Tiere tötet. Wenn man dann aber hinschaut, wie viel Geld kommt über die toten Tiere und wie viel kann ich jetzt mit zukunftsfähiger Landwirtschaft reinholen, dann ist es eine absurde Aussage eigentlich. Aber es ist so in den Köpfen. Also ich Ja. denke, es ist einfach eine Rechtfertigungsstrategie über Jahre gewesen, dass man sagt, ja, es ist schon schlimm, was passiert mit den Tieren, aber die müssen ja auch von was leben. Ja, das ist total spannend. Ich habe auch, also wäre jetzt zum Beispiel, ich komme aus so Mitteldeutschland in Hessen. Ich habe dort mal auf einem Hof eine Forschung gemacht für meine Masterarbeit, die gesagt haben, es ist ein Biohof. Die haben dort Rinder hauptsächlich und die würden eigentlich sehr, sehr gerne auch also haben gesagt, sie würden sehr gerne umsteigen, wenn sie die Möglichkeiten dazu hätten. Zumindest auf eine, ja, auch Landwirtschaft. Also sie haben jetzt nicht von Lebenshof oder so gesprochen, aber eben von einer pflanzlichen Landwirtschaft sozusagen. Der Boden gibt es aber dort einfach nicht her. Also die haben gesagt, es ist halt eben so ein bisschen gebirgiger auch. Die haben gesagt, es ist halt sehr, sehr schwierig, dort eben Obst und Gemüse anzupflanzen. Was für eine Möglichkeit hätte man denn sozusagen so Leuten dann trotzdem noch zu sagen, wie sie quasi finanziell die Landwirtschaft weiter betreiben können, dass sie auch noch lukrativ ist? Hast du da einen Also, Ansatz? ich müsste natürlich jetzt das Land sehen und die genauen Bedingungen. Wir haben ja in der Schweiz auch viel gebirgiges Land und was, wenn es wirklich hoch ist, also von der Höhenlage sehr hoch ist, was immer noch geht, ist natürlich Kräuteranbau und das ist auch ganz wichtig für verschiedene Produkte. Was manche auch machen, ist Holz oder Wein. Also halt wirklich ein komplett anderes Konzept. Es gibt auch bis in recht hohe Lagen Kartoffeln und Kartoffeln werden sehr viel gegessen. Wir importieren immer noch relativ viel in der Schweiz, aber man könnte auch viel mehr in der Schweiz selber anbauen. Und man muss einfach eine standortgerechte Kultur dann wählen. Wenn Sie jetzt sagen, es geht da nicht, dann weiß ich nicht, wie viel Recherche haben die betrieben, was da geht oder was da nicht geht, ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber es geht, also ich würde wirklich so frech sein und zu sagen, es geht überall. Weil in den, also selbst hier, wenn es wirklich hoch ist, dann haben die Menschen ganz wenig Tiere. Und über diese wenigen Tiere kommt niemals so viel Geld rein, dass sie davon leben können. Also machen sie eh schon was anderes. Oder haben sie eh schon einen anderen Einkommenszweig. Konzept, ja. Genau. Und dieses bisschen Stück vom Kuchen, was dann noch über die paar Tiere reinkommt, das würde ich gerechtfertigterweise auch sagen, könnte man auch in ein Partnerschaftssystem übergeben und dann könnte man, was weiß ich, für Angebote noch schaffen, sei es kultureller Art oder sei es eben Kräuter oder sei es, ja, also ich denke, das ist so ein kleiner Teil oder es ist eben gar nicht so hoch und die gebirgige Lage ist gar nicht so kompliziert, dass man halt in Richtung Hülsenfrüchte geht, die gehen auch an recht vielen Orten. Ist immer noch auch in der Forschung, natürlich zum Beispiel die Erbsen auch, die jetzt immer mehr für vegane Produkte verwendet werden, seien es für Milch, aber auch für diese Fleischersatzprodukte. Da sucht man ja auch immer mehr Standorte mittlerweile. Das ist sehr, sehr spannend. Oh, Entschuldigung, jetzt klingelt es gerade bei mir, das Ignorieren. Ich Ja, kein Problem. hoffe, mein Hund wird es auch tun. Entschuldigung, Ich das hoffe, passiert. meiner hört es nicht. Nee, dann haben wir gleich ein Konzert, genau. Also das ist total spannend, was du erzählst. Ich finde nochmal, ich würde ganz gerne nochmal zu diesem Prozess kommen, weil ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, sich vorzustellen, dann doch noch, auch wenn du so viele spannende Sachen auch gerade schon erklärt hast oder Lösungsansätze auch gegeben hast. Das heißt, die Leute kommen quasi in den meisten Fällen auf euch zu und fragen nach Unterstützung. Und was sind so die ersten Schritte, die man dann einleitet oder wie es dann weitergeht quasi bis zu einem Finale? Also es kommt auch auf die Motivation drauf an. Also was ist jetzt der Grund, warum melden die sich? Und wenn zum Beispiel, das ist eigentlich, was ich mache, mache ich nicht gern und ich leide mit den Tieren mit und ich möchte eigentlich einfach Hauptsache was anderes zum Beispiel, aber was kann ich denn bei mir machen? Dann setzen wir uns erstmal hin und wirklich so mit Kugelschreiber und Papier und sagen, wie würde denn der Hof aussehen, wenn du frei wählen könntest, also ohne Wenn und Aber, auch keine finanziellen Bedenken, keine Umbaubedenken, alles das schieben wir mal beiseite
Und dann kommen oft viele Ideen. Dann hätte ich hier noch einen Kräutergarten, dann hätte ich hier ein bisschen Gemüse, dann könnten die Schweine raus und ich würde die den Leuten näher bringen oder was auch immer. Und da entwerfen wir dann so ein finales, wie der Hof aussehen könnte, Konzept. Und dann machen wir wie eine Linie zurück. Okay, welche Sachen sind wirklich realistisch? Welche Unterstützung bräuchte man? Welches Expertenwissen müsste man noch holen von jemandem, der sich mit dieser Ackerkultur besser auskennt als ich und so weiter? Und was ist jetzt wirklich wichtig? Welche Schritte zuerst? Welche können auch erst in 2, 3 Jahren angegangen werden? Und dann entsteht wie so ein Weg dahin. Und dann ist es eben, viele sagen, ich würde sehr gerne ein paar Tiere behalten oder möglichst viele, wenn das irgendwie geht, aber das wird ja sowieso nicht gehen, da wird doch nicht jetzt jemand eine Patenschaft für übernehmen. Also Entschuldigung. mich stört es nicht. Ich warte kurz. Das tut mir sehr leid. Das Entschuldigung. hätte bei mir sein können. Nicht ohne Arzt. Immer ist best. Ja, Okay, genau. Entschuldigung, bitte. Fahr fort gerne. Genau, und dann, wenn das so der Wunsch ist, dass die Tiere bleiben dürfen oder dass zumindest die und die Tiere bleiben dürfen, wie es halt einigermaßen realistisch ist, dann schauen wir an, wie könnten wir das finanzieren. Muss es über Patenschaften sein? Kann es über die neuen Produkte, die entstehen werden, quersubventioniert werden und so weiter und so fort? Dann schauen wir die Finanzen an. Also das ist dann so wie der nächste Schritt, dass man wirklich schaut, das und das wäre die Idealvorstellung und das ist möglich. Und dass man halt den Leuten auch nahelegt, wenn sie Tiere haben oder einige Tiere haben, dass es halt vielleicht cool wäre, wenn das öffentlich wäre, dass man eben Paten mit Ja, hineinholt ja. und dass man, wie gesagt, und die unterstützen ja auch mit der Arbeit und auch mit der Motivation und so weiter und so fort. Ja. Aber ich habe viele auch, die möchten überhaupt nicht öffentlich sein, die möchten schon gar nicht auf Instagram erscheinen. Und die möchten einfach da auch wieder wegen der sozialen Geschichte oder weil das Umfeld einfach zu viel Druck macht. Und dann ist es natürlich nicht mit Patenschaften möglich, dann muss man andere Finanzierungsfelder suchen, so. Die dann zum Beispiel die pflanzliche Landwirtschaft sein können oder wie du gesagt Genau. Also wenn du richtig in die pflanzliche Landwirtschaft hineingehst und dich da richtig gut aufstellst, dann kannst du trotzdem Tiere behalten, ohne dass sie Paten haben. Also es ist wirklich definitiv nicht so, dass jeder Hof, der umstellt, mit Paten arbeitet. Also eher sogar die Minderheit. Aber diejenigen, die Öffentlichkeitsarbeit machen, Schulklassen empfangen, Geschichten erzählen über die Vergangenheit der Tiere, die haben eigentlich eine schöne Möglichkeit, auch noch diese Tiere, die ihren Status von Nutztier zu Botschafter gewechselt haben, mit hineinzuholen und die Tiere können Teil Das ist sozusagen mitverdienen. ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man sieht auch, wie vielfältig eben diese Lösungsansätze sein können, ne? Dass es eben nicht immer nur eine Option gibt, die quasi in dem Fall Lebenshof, klassischer Lebenshof, vielleicht wie man das so kennt, also als Verein dann sozusagen, der sich hauptsächlich durch Spenden finanziert, sondern dass es da eben auch andere Einnahmequellen gibt. Ja, Ja, auf jeden genau. Fall. Spannend. Hast du eine grobe Ahnung, wie viele Umstellungen du inzwischen betreut hast oder unterstützt Ja, hast? ich mache natürlich eine Liste, nicht im Sinne von jetzt Zahl Nummer so und so, es ist für mich wichtig zu sehen, wo sind die gerade, sind die noch ganz am Anfang, sind die sozusagen abgeschlossen und machen alles selber weiter. Und wir sind jetzt gerade mit zweien, wenn die dann fertig sind, dann sind es 70 in den letzten paar Jährchen in der Schweiz, genau. Wo ich wirklich voll dabei war. Dann gibt es natürlich viele Gespräche von Leuten, die schon auf irgendwelchen Wegen sind und aber auch mal eine Frage haben. Das zähle ich nicht dazu. Ja, das ist sehr spannend. Das sind ja doch auch einige. Hier hat auch gerade jemand geschrieben, dass es sehr gut ist, zu wissen, dass doch so viele Leute auch im Ja. Hintergrund stehen. Das finde ich auch Genau, sehr das ist mir auch wichtig zu betonen, weil das kommt manchmal natürlich so daher, dass die öffentlich auftreten, also spannend. wenn ich jetzt sage, hey, hier ist ein neuer Lebenshof, der heißt so und so, geht den doch mal unterstützen oder besuchen oder so, das klingt dann so, als sei das jetzt der fünfte oder das sind relativ wenig, aber es gibt ganz viele, die gibt es auch und die sind halt einfach nicht öffentlich. Ja, das ist Genau. spannend zu hören. Und hast du eine Umstellung im Kopf, die dich irgendwie besonders bewegt hat oder an die du dich ganz oft erinnerst noch?
Es bewegen mich immer wieder Umstellungen sehr doll, muss ich sagen. Und je mehr ich mit den Menschen zu tun habe, desto mehr berühren sie mich auch, weil ich da halt viele Einblicke habe in die komplizierte Geschichte seit der Kindheit oder was. Da kommen auch viele Tränen. Also es sind viele Menschen die halt viele Konflikte schon mit sich mitgetragen haben und die jetzt endlich mal zu Worte bringen dürfen und so. Das berührt mich. Mich berührt natürlich und gibt mir auch Hoffnung immer solche Umstellungen, wo man denkt, also wo der Mensch selber sagt, vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, hau ab sozusagen. Und jetzt steht er da mit Tränen in den Augen und sagt, nie wieder schlachte ich ein Schwein. So, wo man merkt, eigentlich war es schon da, aber man wollte es nicht zugeben. Ich habe zum Beispiel einen Schweinebauern, der ist sehr hoch im Status in der Schweinezüchtergeschichte, in den ganzen Verbänden und so, die es gibt in der Schweiz. Und der wollte einfach sein Gesicht nicht verlieren, aber der war immer kurz vorm Zusammenbruch, wie er heute sagt. Und dann, dass er das einfach irgendwann eingesteht und sagt, hey, nee, ich mache es nicht mehr, egal was die anderen sagen, egal, dass ich jetzt nirgends mehr mitmachen kann, weil ich kein Schweinezüchter mehr bin und so. Ja. Ganz im Gegenteil. Und das ist schon sehr berührend, das zu hören, dann auch von so recht gestandenen Bauern, die sagen, nee, fertig. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch wiederum dann ganz viel oder möglicherweise sehr viel Anerkennung von der, sag ich mal, anderen Seite, ne? Eben, wenn man dann merkt, okay, man kommt vielleicht auch an mit dem, was man macht. Ich finde immer von meinen Besuchen auf den Lebenshöfen, was man auch von den Leuten zurückbekommt, die kommen und dann, wo man auch merkt, okay, da findet ein Wandel statt, man macht vielleicht auch, man arbeitet da in die richtige Richtung, kann ja auch einem ganz viel auf der anderen Seite geben an Anerkennung. Auf jeden Fall, Ja. ja. Am Anfang ist es zum Teil einfach ein Sprung ins kalte Wasser, weil man Ja. so in dieser, auch in dieser Bubble lebt, ne? Man wird ja dauernd in seinen Glaubenssätzen oder in seinen angeblichen Glaubenssätzen bestätigt, weil man ja auch nur Kontakte hat dann mit gewissen Kreisen und in gewissen Lebensstilen. Ja. Und das alles ist komplettes Neuland dann. Das ist schon nicht jetzt einfach so zack. Ja. Einfach. Von heute auf Ja. morgen. Ja. Es hat gerade jemand gefragt, ob die ganzen LandwirtInnen dann auch selbst vegan sind oder vegan. Das ist mega unterschiedlich, also am Ende irgendwann auf jeden Fall, aber dieses Ende kann relativ lange dauern oder es kann sehr schnell gehen. Ich habe auch da jetzt nicht eine Statistik gemacht oder so. Es ist für mich, also das wäre eine Botschaft auch an aktive Menschen, nicht als erstes auf den Hof zu gehen und zu sagen, ja, bist du denn auch vegan, sonst bist du ja voll inkonsequent. Das finde ich den komplett falschen Ansatz und auch überhaupt nicht hilfreich für irgendjemanden. Was ich beobachte und auch für mich logisch ist, wenn das übers Herz gegangen ist aus irgendeinem Grund, dann wird das längerfristig sowieso passieren. Und das hat sich auch immer bestätigt. Also man braucht einfach die Zeit, mal zu sagen, hey, und jetzt lasse ich mal meine Tiere in Ruhe. Wenn man dann darüber nachdenkt, wieso will ich meine Tiere in Ruhe lassen? Ja, weil ich ihnen das und das antun musste oder weil mir das und das wehgetan hat, dann wird man irgendwann logischerweise sagen, ja, aber ich gebe ja jetzt das nicht bei anderen in Auftrag, was ich selber nicht mehr machen kann, aus diesem Grund. Ja. Und dann gibt es, also die Beispiele, mit denen ich zusammenarbeite, ist es immer irgendwann eingetreten, aber es ist nicht bei jedem sofort eingetreten. Es gibt auch den ganz anderen Weg, dass sie schon seit 2 Jahren vegan sind, aber nur noch ihre eigenen Tiere geschlachtet haben und aber das immer schwieriger wurde. Also es gibt wie beide Varianten. Aber da ist wirklich, würde ich jedem sehr ans Herz legen, einfach mal die in Ruhe zu lassen und den Weg gehen zu lassen, weil das wirklich, glaube ich, ein ganz Wahnsinn. wichtiger Aspekt ist. Das Ja. geht, wenn wir uns ehrlich zu uns selber sind, haben wir ja alle auch noch so Felder, wo wir vielleicht nicht ganz konsequent sind, also nicht jetzt im Veganen, aber vielleicht im Ökologischen, im Ja. Reisebereich oder was weiß ich wo, wo Ja. man dann auch sagt, hey, eigentlich das muss ich auch nicht mehr machen und das kaufe ich jetzt auch nicht mehr und jenes unterstütze ich auch nicht mehr. Und plötzlich macht man immer mehr in Richtung ethisch korrekter Lebensstil. Aber perfekt geboren sind wir in dem Sinne alle nicht und manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger. Ja, das finde ich, hast du schön gesagt. Das finde ich sehr spannend auch. Ja, das stimmt. Das merkt man ja auch immer, wenn man mit den Leuten kommuniziert, ne? Wenn man quasi selber schon verurteilt wird, hat man ja auch nicht immer direkt Lust, quasi noch darauf einzugehen, was die andere Person überhaupt einem zu sagen hat oder zu Ja, sagen. das macht sofort zu.
Das ist sowieso mega wichtig, wie man kommuniziert und welche Fragen man stellt. Das kann man auch auf so viele verschiedene Arten machen. Ja. Und das interessiert mich jetzt nur, das ist mir gerade noch eingefallen, weil wir haben jetzt vorhin über Schweinemastbetrieb gesprochen. Hast du so ein Gefühl im Kopf, was das für Höfe sind meistens? Also welche Tiere die hauptsächlich halten? Sind es Milchbetriebe oder eher Schweinemastbetriebe oder? Es sind eher Milchbetriebe, eher, also das ist jetzt rein eine Vermutung, eher Betriebe, wo noch direkter Kontakt mit den Tieren stattfindet. In der Schweiz gibt es viele Schweinebetriebe, wo Angestellte die Arbeit machen und der sogenannte Bauer eigentlich nur noch auf dem Feld oder im Büro ist und gar nicht mehr so dieses tägliche, ich nehme jetzt der Muttersau die Tiere weg und so. Natürlich gibt es auch die. Aber die sind dann oft auch in ihrem Ding so drin, bis auf die Beispiele, die ich jetzt habe. Ich denke, bei der Milch ist es einfach so offensichtlich, weil die Kälber rufen, die Muttertiere rufen, die Kälber werden krank, die Muttertiere werden krank. Und das ist schon so ein Thema, egal wie schön das Heidi-Land-Bild in der Schweiz ist. Es ist einfach diese permanente Trennung um diese Flüssigkeit für den Menschen zu kriegen. Und ich glaube, da ist wie immer ein kleines Türchen noch offen im Herzen, wo man sagt, hey, wow, das ist irgendwie nicht, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ja, na klar. Naja, man muss ja auch irgendwie wahrscheinlich mit den Tieren leben und arbeiten, um auch zu sehen, was das auch für Konsequenzen eben für die Tiere hat, ne? Also wenn man das nicht mehr sieht, ist man natürlich auch so wahrscheinlich relativ weit davon entfernt, überhaupt diesen Schritt zu machen, dass ob man sich fragt, ob das richtig ist oder nicht, was man da tut. Ja, Ja. ja. Es hat gerade jemand gefragt, wenn ich das richtig verstehe, wenn man also wenn jetzt, wir sprechen jetzt gerade auch von der Schweiz oder in Deutschland, je nachdem, wenn dort die Höfe alle umstellen, wo kommen denn dann die Produkte eigentlich her? Also bei dem Ausland hört man, also schreibt die Person, hört man ja auch immer von sehr schlimmen Bedingungen, sozusagen, dass sich das dann, das hören wir auch häufiger mal, dass sich das dann ja nur verschiebt, also dass quasi importiert wird, die Produkte. Das ist so das typische Schweizer Bauernargument eigentlich. Wenn wir es nicht herstellen, wird alles importiert. Es wird eh schon wahnsinnig viel importiert. Also es geht eigentlich sowieso nicht ohne einen Wandel ganz generell. Es braucht einen Wandel auf Seite der Konsumentinnen und auf Seite der Produzentinnen, ganz klar. Es ist eine Tendenz da, dass viel mehr pflanzliche Produkte gekauft werden seit ein paar Jahren und dass diese auch zum großen Teil importiert werden. Deswegen ist auch mein Anliegen oder mein Versuch, dass man das viel mehr jetzt wieder lokalisiert. Also sagt, hey, wir machen das lokal. Wir müssen das nicht aus den USA oder sonst wo importieren. Wir wollen diese Produkte selber auf unserem Land, wir haben das Land dazu, herstellen. Aber ganz generell ist es klar, es braucht auf allen Ebenen einen Wandel, damit das Ganze längerfristig tragbar ist. Und dieses, ja, im Ausland ist es noch schlimmer. Das ist halt ein Argument, um gar nichts zu ändern. Und wir haben alle die Möglichkeit, innerhalb in unseres Umfeldes, in unserem Land, wo wir sind, etwas zu ändern. Und wenn das jetzt jeder in seinem Land machen würde oder in seinem Dorf oder in seiner Gemeinschaft oder wo auch immer, dann würde es ja überall stattfinden. Aber wenn man sagt, hey, aber da ist es noch schlimmer, also mache ich weiter wie bisher, ändert man schlussendlich gar nichts. Ja, das Das stimmt. ist klar. Und irgendwo muss man ja auch anfangen, ne? Wenn nicht, dann bei sich selbst. Also ich glaube auch, man kann ja mit diesem Projekt oder mit dieser Arbeit nicht alle Probleme lösen. Wir werden auch Nee. alle Leiden damit lösen, aber es ist einfach ein Anfang und vor allem, das ist ja auch das, was man auf dem Lebenshof immer wieder sagt, weil wenn ein Tier gerettet wird für dieses eine Tier oder für diese Tiere auf diesem Hof, hat es nämlich eben sehr viel wahrscheinlich geholfen langfristig. Von daher ist es eben, kann man das wahrscheinlich nicht so gegenüberstellen einfach. Oder ist das der falsche Ansatz der Frage vielleicht auch? Ja. Genau, und natürlich politisch aktive Menschen würde ich immer auffordern, auch für gewisse Importzölle sich für gewisse Sachen zu engagieren. Also wenn auch da, man kann sich ja auch dort engagieren. Es muss nicht jeder Höfe umstellen, es muss nicht jeder Tiere befreien und so weiter und so fort. Ich meine, wer politisch affin ist, der soll sich unbedingt, möglichst viele Menschen bitte, da für eine bessere Politik einsetzen. Und dann wird das auch natürlich alles schneller funktionieren. Ja, das stimmt. Ach, ich könnte ewig weiter fragen. Wir sind auch schon 35 Minuten dabei. Ich Oh, ja. wollte
wollte. Aber ich freue mich auch sehr, weil wir eine sehr konstante Zahl an Leuten haben, die dabei ist. Das ist ja auch sehr schön. Das heißt auch, dass es die Leute interessiert und es kommt auch sehr viel nette Worte in deine Richtung auf jeden Fall. Das ist ja auch sehr schön, Dankeschön. das zu lesen. Genau. Genau. Ich habe noch eine Frage und zwar, was du dir, also diese Frage ist vielleicht ein bisschen rhetorisch, weil das natürlich auch für mich klar ist, aber trotzdem, was du dir für die Zukunft der Landwirtschaft wünschen würdest und was deine Idealvorstellung wäre. Ja, es ist eigentlich das Gleiche. Also ich würde mir natürlich für die Zukunft der Landwirtschaft eine vegane Landwirtschaft wünschen, eine aber natürlich ökologisch vegane Landwirtschaft, also die sinnvoll gestaltet ist, so wie es auf dem Land, also auf dem Ackerland möglich ist und was dort Sinn macht, dass es wirklich für alle am Schluss aufgeht. So, das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir natürlich eine Landwirtschaft wünschen, die sich wieder bewusst ist oder die sich, das sind sich zum Teil ja einige bewusst, aber dass sich das, dass das wieder klarer wird, wie wichtig die Aufgabe der Landwirtschaft ist. Mhm. Also eigentlich sehe ich, die Landwirtschaft ist das größte Problem und auch die größte Chance. Mhm. Über die Landwirtschaft könnten wir wirklich alles, glaube ich, fast auf diesem Planeten heilen, wenn wir das ernst nehmen und mit den Tieren und den Menschen zusammen in Richtung Zukunft blicken. Und von daher liegt die große Hoffnung und die große Chance in der Landwirtschaft, auch wenn heute oft von der Landwirtschaft als Problem gesprochen wird. So. Ja, das finde ich jetzt so sehr schön gesagt. Da kann ich mich nur anschließen. Meine letzte Frage wäre eigentlich noch, was du LandwirtInnen raten würdest, die jetzt gerade noch Tierhaltung haben und ob du vielleicht so einen Tipp hast. Also du hast natürlich ganz viele Tipps und die Frage ist ja auch, also wenn jemand das hört, der gerne umstellen möchte vielleicht, der kann sich natürlich auch euch wenden, aber ist es so, hast du so einen Rat für den ersten Schritt vielleicht? Also ich denke, in Austausch zu treten mit Menschen, die sich damit befassen, wie eine vegane Landwirtschaft oder eine schlachtfreie Landwirtschaft funktionieren kann, das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Weil man hat viele Vorurteile wahrscheinlich und denkt, ja, also vegan ist mir dann doch zu extrem oder diese Veganer haben ja so diese unrealistischen Vorstellungen, haben ja keine Ahnung und so. Und da mal über den Schatten zu springen und zu sagen, hey, aber es gibt heute Leute, die haben sich wirklich damit auseinandergesetzt, wie eine Landwirtschaft aussehen kann. Also wenn man jetzt in Deutschland schaut, zum Beispiel BWLA oder eben Timo Geuss, der da auch involviert ist, dass man mit solchen Leuten spricht und sagt, hey, wie könnte es denn sein? Und man kann ja immer noch sagen, nee, das funktioniert nicht, das ist nichts für mich. Aber dass man in den Austausch geht oder sich einen Hof anschaut, der das schon macht. Keine Ahnung, wieso. Genau, einfach, dass man den Dialog mal sucht. Ich finde eh das Wichtigste, ehrlich gesagt, in diesem ganzen Bereich ist auch, dass man miteinander spricht und auch auf beiden Seiten Vorurteile abbaut und mal schaut, vielleicht haben wir einen gemeinsamen Nenner und vielleicht können wir zusammen in die Zukunft denken, so dass es am Schluss allen besser geht. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, dieses Dialog sein, offen sein, auch für die andere Seite, ne, ist, glaube ich, einfach ganz wichtig und ja, auch ein bisschen mal zuzuhören. Ich glaube, da, ich habe das Gefühl, dass da auch immer ganz viel Angst und Verletzung ist bei vielen LandwirtInnen, die dann im Nachhinein, wie man ja sehen kann, dass es eben funktionieren kann und dass, wenn man sich dann vielleicht irgendwie doch traut oder an den Punkt kommt, dass es nicht anders geht, diese Chance einfach da ist und dass es nie keinen Ausweg für irgendwie sowas gibt, auch wenn man sich das erstmal nicht vorstellen kann. Ja. Genau, genau. Man kann ja auch immer noch wieder umkehren, wenn man sagt, nee, ist nichts für mich. Aber man wehrt es wahrscheinlich nicht. Ich nicht. Ich würde allen ans Herz legen, es zu versuchen und herauszufinden, dass es einem am Schluss wirklich besser geht und dass das richtig, richtig Spaß machen kann, Landwirtschaft zu tun. Das Gleiche gilt ja auch insgesamt, finde ich, auch für diese, also für sehr, sehr viele Bereiche, aber vor allem auch für den Veganismus, ne, dass man einfach sagt, man probiert es einfach mal aus und man schaut es sich an und versucht vielleicht auch diese ganzen Vorurteile, die es da gibt, einfach mal rauszulassen und es einfach mal, wenn es nur ein Tag ist, das zu probieren. Genau, es ist wie eine Reise eigentlich. Ich sage immer, geh doch mal auf die Reise und wenn du wieder nach Hause gehen willst, dann gehst du nach Hause. Aber vielleicht findest du unterwegs raus, dass dein Zuhause ganz woanders ist. Das finde ich eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Ich meine, ich würde dir noch die letzten Worte überlassen, wenn du möchtest, wenn du noch was sagen möchtest zu euch oder dem Projekt.
Nö, zu uns und dem Projekt möchte ich nicht mehr sagen. Ich möchte allen mit auf den Weg geben, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Es ist viel am Tun und es braucht euch alle, damit zu helfen und das wirklich so zu pushen, dass wir wirklich die ganzen Krisen, die es heute gibt, irgendwie noch so ein bisschen abmildern können und in eine Zukunft gehen können, die für alle besser ist. Das stimmt. Das macht mich sehr froh, das Gespräch mit dir. Du hast wirklich so viel Positives gesagt. Das motiviert mich richtig toll und das ist richtig schön. Da kann ich mir vorstellen, dass das den Landwirtinnen sehr hilft, wenn sie sich an euch wenden. Genau. Ja, wir haben 40 Minuten gesprochen. Ich könnte noch Schön. ewig weiter fragen. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal. Ich glaube, ich würde es tatsächlich dabei belassen, damit ich dich nicht ewig voll quatsche. Aber Ja, super. ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch danke, dass Danke dir. du und ihr diese Arbeit macht. Das ist wirklich sehr spannend und wertvoll und ich glaube, wir können da alle nur sehr viel von lernen, auch von der Herangehensweise und auch eurer Einstellung zu dem Thema. Genau, da, danke sehr. Ich danke euch für eure Arbeit, ja, die ich schon lange bewundere und verfolge. Danke sehr. Na, dann hoffe ich einfach in diesem Sinne, dass unser Weg hier nicht endet und wir uns einfach noch häufiger sehen und in ganz vielen Bereichen begegnen werden. Und danke erstmal. Ja, danke euch allen. Dann wünsche ich allen einen ganz schönen Abend. Wir laden das Video auch im Nachhinein hoch für die Leute, die das noch anschauen möchten. Wir würden es auch versuchen, über unseren Facebook-Kanal zu teilen, dass es möglichst viele Leute sich angucken können. Und genau, in diesem Sinne. Einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Tschüss, ciao.